180! Wir können starten, Tommy Cox und Max der Meier sind soweit. Ich bin gespannt. Also, jetzt wird auf Phil the Power Taylor. Die Nummer 5 ist gezogen worden. Das ist der Jumper, Jamie Cave. Der auch heute noch im Einsatz war, der heute gegen Steve Beaton verloren hat. Die Nummer 16. Das ist der Australier Paul Nicholson, The Acid. Der wird treffen auf. Die Nummer 21 ist gezogen worden auf den Schotten Robert Thornton. Heißt, der Sieger von Taylor gegen Gavin trifft dann auf den Gewinner von Paul Nicholson und Robert Thornton. So gehen wir also jetzt das Turniertableau runter. An 8 gesetzt, wir ermitteln den Gegner von Warrior, von Wes Newton. Die 24. Und das ist Peter Wright. Der mit den bunten Haaren. 5. Partie. Das ist die 1, Gary Anderson. Hatte schon 3 Schotten hier mit dabei, im oberen Viertel. Der Gegner von Gary Anderson. Nummer 13 ist Jelle Klaassen. Jelle Klaassen spielt sein erstes Major-Turnier mit 9 Spitznamen. Seitdem ist sein, ruft er sich The Cobra, nicht mehr El Matador. Die Nummer 5 der Setzliste ist James Waits. Er spielt gegen den Finalisten des German Darts Masters, Steve Beaton. So, dann haben wir den ersten Nominierten. Conny Finn. Das ist die Nummer 2 in Nordirland hinter Brandon Dolan. Conny Finn war in diesem Jahr beim German Darts Masters nicht mit dabei. Und er spielt gegen The Bull, Terry Jenkins. Und das nächste Spiel wird von Simon Whitlock belegen. Ja, Simon Whitlock hat 4 gesetzt. Trifft in Dublin im Citywest Hotel auf eine weitere Nominierung noch von Mickey Mansell, die Nummer 3 in Nordirland. Die Nummer 2 wurde gezogen, das ist The Rocket, Ronnie Baxter. Ronnie Baxter trifft auf Colin Lloyd, seine ehemalige Nummer 1 der BBC. Heißt also, der Sieger von Simon Whitlock und Mickey Mansell spielt dann in Runde 2 gegen den Gewinner von Ronnie Baxter und Colin Lloyd. Wir suchen den Gegner der Nummer 2 der Setzliste, der Gegner von Michael van Gerwen. Das ist der dreimalige Weltmeister aus Kanada, John Parts. Ist hier gleich in der ersten Runde auf der Nebenbühne ausgeschieden. Der war schon hier, aber den haben wir nicht allzu lange gesehen. Stuart Kellis, K.O. Der heute knapp mit 5:6 gegen Whitlock im Achtelfinale ausschied. Trifft auf den 5-maligen Weltmeister Raymond von Barnefeld. Da freut sich Kevin da unten. Und damit würde also dann in der zweiten Runde, das ist natürlich ein Wahnsinnsduell, könnten Michael van Gerwen und Raymond van Barnefeld aufeinandertreffen, die beiden Niederländer. Sehr, sehr interessant. Dave Chisel als Nummer 7 der Setzliste, die 7 der Welt, trifft in Runde 1 auf Ian White, The Diamond. So, jetzt wird die nächste Paarung gezogen. Auch da gilt wieder der Sieger von Chisel, den White, trifft auf den Gewinner von Wayne Jones, der übrigens sein zweites Halbfinale nacheinander erreicht hat heute. Letztes Wochenende in Barnsley hat das ebenfalls geschafft. Und Wayne Jones
spielt gegen Mervyn King. Diesmal nicht im Halbfinale, sondern in Runde 1 in Dublin. Da wird der Set-Modus gespielt, anders als hier auf der Pro Tour. Nummer 6, Andy Hamilton, trifft auf die Nummer 15 der Welt, auf den Belgier Kim Heidrechts. Die Hurricane, der diesen Samen hier von Sittelfing eben mal in den Mittels verloren. Da haben wir Kevin Painter, The Artist, trifft auf den Verlieser Richie Burnett, The Prince of Wales, der Weltmeister von 1995. Und damit also der Gewinner von Hamilton gegen Heidrechts gegen den Sieger von Painter gegen Richie Burnett. Adrian Lewis, die 3 der Setzliste, trifft auf Brandon Dolan. Für den ist natürlich der World Grand Prix das große Highlight. Dann einmal im Finale 2011. Das war ja auch das Jahr, als er einen neuen Dartsport traf. Justin Pipe, das ist jetzt schon die letzte Paarung hier im Turnier. Einer fehlt noch, das ist der Pineman, Andy Smith. Und damit ist das Turniertableau also komplett.